Ja, herzlich willkommen bei mir in der Küche, Adrian Held von Bervini.de. Was machen wir heute? Es geht um Käse. Und zwar nicht so, wie man es sonst vielleicht gewohnt ist nach Abschluss eines Abendessens, dass man noch eine schöne Käseplatte serviert. Da könnte dieser Käse unter anderem auch drauf sein. Aber heute wollen wir eine richtige Zubereitung mit diesem Käse machen, die sehr einfach ist, aber ich finde sehr wirkungsvoll. Diesen Käse gibt es hauptsächlich in den kalten Monaten des Jahres. Das heißt, er kommt eigentlich immer so in dieser Spanholzschachtel und ist umspannt von einem Fichtenrindenband. Das sieht man jetzt hier am Rand so ganz leicht. Das gibt ihm Halt. Dieser Käse ist recht weich und wenn wir ihn in den Ofen geben, was wir jetzt gleich tun werden, dann wird er halt richtig flüssig. Also es ist fast wie ein Käsefondue. Zu diesem Käse servieren wir einfach ein paar wunderbare Radkartoffeln. Die kochen wir in Salzwasser und servieren sie auch mit der Schale. Und diese wunderschönen kleinen Cornichons von Edmond Fallot. Der große Unterschied der französischen Cornichons im Vergleich zu den deutschen ist die Säure. Sie haben eine richtig sportliche Säure, die vielleicht, wenn man sie so isst, ein bisschen aggressiv erscheinen könnte, aber gerade in Verbindung mit einem so reichhaltigen Käse, der wirklich einen wunderbaren Schmelz hat und ganz, ja, wie ein dickes Seidenband sich präsentiert, das passt unglaublich gut dazu und diese Schärfe macht sich einfach perfekt dazu. Knoblauch schälen wir schnell und damit spicken wir jetzt diesen Käse. Also es ist wirklich eine Zubereitung, die ist so einfach. Ich nehme ihn mal zur Seite, dass man das besser sieht. Wir schneiden uns einfach hier so kleine Spitzen raus. Die isst man dann nachher nicht mit, keine Angst. Stechen wir die einfach sozusagen hinein. Und spicken jetzt diesen Käseleib mit den kleinen Knoblauchzehen. Diese Zubereitung ist schnell gemacht und kann aber auch durchaus einige Stunden vorher schon gemacht werden. Man deckt den Käse dann einfach wieder ab und lässt ihn für ein paar Stunden bei Raumtemperatur stehen. Das tut ihm nur gut, das Aroma entfaltet sich. Aber wir geben ihn jetzt direkt in den Ofen. Dazu habe ich mir hier so ein kleines Alu-Bettchen gemacht. Denn ich gieße jetzt noch etwas Weißwein drauf. Viso di vino. Das kommt oben drauf und aromatisiert den ganzen Käse natürlich auch. Es dringt ein durch die kleinen Einstiche. Das wandert jetzt in den Ofen bei 180 Grad für ca. 15 bis 20 Minuten. Den Deckel geben wir wieder drauf. So, der Käse ist jetzt im Ofen. Die Kartoffeln werden in reichlich Salzwasser gekocht. Und dann sind wir eigentlich auch schon startklar und können anrichten. Das heißt, ich werde einfach diesen Käse nachher komplett auf den Teller geben. Der kommt in die Mitte des Tisches und dann kann sich jeder davon bedienen. Das ist sehr kommunikativ und sehr schön.